I've never done this before, ever. I'm really, really scared. So just don't. Dieser Moment kostet Matt Diaz echt Überwindung. Klar, denn der 22-Jährige hat 120 Kilo abgenommen und sieht jetzt so aus. Deshalb bittet er das Netz auf GoFundMe, ihm eine Hautstraffung zu finanzieren. Emotionaler und persönlicher kann Crowdfunding nicht sein. I have a birthmark here. I was born with it. I've never shown anyone. But all of this is just excess skin from the weight loss. And I work out and I work really hard. Mit seiner Idee ist Matt nicht allein. Viele, vor allem Amerikaner, sammeln im Netz Geld für OPs. Es gibt Plattformen wie GiveForward speziell für medizinisches Crowdfunding. Bei Watzi werden Menschen mit ihren Schicksalen vorgestellt und User können gezielt spenden. Das funktioniert gut. Bei nicht personalisierten Projekten wie diesem von Better Place gegen Genitalverstümmelungen bleibt der Spendensturm oft aus. Auch diese Frauen sammeln im Netz Kohle für eine OP. My Free Implants ist ein Busen-Crowdfunding-Portal, nennt sich das weltweit größte soziale Netzwerk für schwarmfinanzierte OPs. Die Liste internationaler Chirurgen wirkt irgendwie schräg neben den Vorher-Nachher-Fotos der Mädels. Matt hat die Spender mit seiner persönlichen Geschichte gewonnen. Von dem New Yorker könnte es bald ein Nach-der-OP-Video geben. Obwohl er nur $20.000 für die OP brauchte, sind innerhalb von 4 Tagen schon knapp 55.000 zusammengekommen. Yeah. So, this is me. I'm gonna go now before I hit the time limit.